Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Wir waren letztens hier stehen geblieben. Und ich bin der Meinung, los geht's. Zurück. Fahren wir jetzt mit dem Fahrstuhl und dann, ja. Letzten Mal mit dem Fahrstuhl, aber leider hat es bis hier gespeichert bloß. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. So, und... mal gucken, haben wir noch hinten Munition vom Maschinengewehr, sehr gut. Genau, hier waren wir letztens hier stehen geblieben und ja, wie gesagt, mal sehen, wie es weiter geht. Hast du sowieso. Ich weiß nicht, wie lange der Hortag da ist, aber warum wir den aufsammeln, das ist die zweite Frage. Ah, da ist der in den Laden, den wir ausgeraubt haben anfangs. So, aber jetzt gehen wir mal dorthin. Wir uns vielleicht ansehen. Really? Wo? Job Jockey. Türen. Ah, ne. Ach ja, okay. So, jetzt gucken wir, was hier drin ist. Also, wir werden jetzt definitiv schon entdeckt worden. Weiß ab, ist mit der Musik dort. Wow. Das ist unfair. Oh. Der alte Preston ist ein Sportsmann, Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Neuer Hutsturm beim Töten von Methodiskus oder Chopchoki oder brennenden Brocco, springende Effekte auf Feinde nah. Wir nehmen die erste zum Vorstellen. Okay, ein Skype für mich. Und noch einer. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Versuchen Sie es. Gut, wollen wir es aktivieren mal? Den Hebel betätigen. Die Gondel kommt! Ich glaube, wir sind nicht alleine. Meine liebe Elizabeth, sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. In Ordnung. Hehehe, jetzt haben wir unseren Freund wieder. Er hat Raketen. Der Raketen? Wow, 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 wow. Oh, das wird schön, das wird nice, der Kampf.
Oh, und da drüben. Da 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 da. Oh, oh. Hui! So. Und. Das ist ein geiler Kampf, sowas. Ey, sowas ist wirklich genial gemacht. Ja. Bitte sehr. Ey, ich komme aus Star Wars, Mann. Da, der da! Wow! So, und das war's bei den ebenfalls. Und? Oh mein Gott! Weg hier so! Das ist ab. Eins. Zwei. Also die Gegner wollen unbedingt sterben hier. In Ordnung. Elizabeth. War das einer? Yes. Au, au. Wir haben gerade eine Rakete erledigt. Ja, wir kümmern uns ja schon. Wir kümmern uns ja schon um den. So, runter ja. Juhu! Da geht ein Schaden. Na gut, das war's für diesen Part von Bioshock Infinite. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Da war ziemlich actionreich. Und beim nächsten Part sehen wir uns wieder, was wir daraus finden bei der nächsten Gegend. Und auf Wiedersehen.